Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Part von Naruto Clash of Ninja. Beim letzten Mal müssten wir diese Mission hier abgeschlossen haben. Kakashi gegen Gai. Ich glaube, das war recht spektakulär, so genau weiß ich es gerade auch nicht mehr, aber ich erinnere mich noch recht vage. So, jedenfalls, wir wollen uns den nächsten Abschnitt vornehmen. Ihr wisst ja, ich habe es ja schon erwähnt, ne, das sind ja hier alles so recht freie Sachen. Und so auch das hier. Es taucht nämlich plötzlich Orochimaru auf. Plötzlich taucht Orochimaru vor Meister Kakashi auf. Was genau wohl ist Orochimarus Absicht? Ja, das wird er uns... Wird er uns das gleich sagen? Werden wir gleich sehen. Ist schon eine Weile her, Kakashi. Orochimaru! Du hast also Sasuke mit dem Jungen versehen. Was genau willst du von ihm? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, da du schon besitzt, wonach ich suche. Der Sharingan! Hä? Ich will das Blut des Uchiha-Clans. Um das Konohagakure zu vernichten, benötige ich viele ausgebildete Spitzenmarionetten. Halte dich von Sasuke fern. Obwohl du einer der drei größten Ninjas, der drei legendären Ninjas bist, habe ich kein Problem, dich hier und jetzt zu vernichten. Du mich vernichten? Versuch's doch. Das heißt, wenn du dich traust. Okay, ja, die üblichen Drohungen und so, ne? Man kennt das ja alles. Und wir dürfen mit Kakashi kämpfen. Leider nicht mit dem Kakashi mit Sharingan. Ja, Orochimaru. Das ist schade. Ich hab's noch auf Stufe 3 eingestellt. Okay, gut, und jetzt mal nach 20 Sekunden oder. Nee, nach 10 Sekunden der erste Treffer für einen von uns beiden. Ja. Ey, komm, wie kann der mich so noch treffen? Na, wir stellen uns gerade beide nicht gut an. Also. Oder sagen wir so, wir sind gerade beide sehr defensiv eingestellt. Und da hat er aber hier. Jetzt erwischen wir ihn. Sehr schön. Zwar nicht durchbohrt. Ah, schade, da wollte ich gerade noch hochspringen. Ah, schön. Schön, schön. Ah, Mist, jetzt. Kakashi, mach keinen Scheiß. Das rette ich über die Zeit. Kann er schön noch hier seine Chakra-Kombo hochtreiben, aber das stört uns nicht. Okay. Ersten Kampf schon mal gewonnen, das ist soweit gut. Da kann man sich nicht beschweren. Ah, Scheiße. Wo wir ihm ein bisschen mehr Schaden gemacht haben als er uns. Und jetzt erwischen wir ihn? Nein. Schade. Oh, das war... Ah, schade. Hätten wir hier schneller angreifen können, dann wäre das ein sehr schöner Angriff gewesen. Naja, aber so... So geht's auch. Hier, komm. Orochimaru, zeig doch mal ein bisschen, was du drauf hast. Was jetzt nicht heißen soll, dass du uns jetzt hier fertig machen sollst, aber... Ich weiß gar nicht, der macht halt auch... Orochimaru macht eigentlich auch... Ach, komm. Viel mit seinen Schlangen und so natürlich. Sehr schön. Ey, komm! Nein! Ja, da haben wir seine Schlangen nochmal gesehen und... Ja, jetzt rettet dieser Penner sogar die Zeit. Ach, Gottchen. Schade. Das, ja klar, warum erwischt er uns jetzt noch? Schön. Also, ich habe jetzt mit Kakashi auch schon länger nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was das in seiner Attacke. Ey, komm, das war ja wohl ein Witz jetzt gerade. Okay, super ist, wenn er seinen Konter in der Luft einsetzt. Da trifft man nämlich meist nicht so gut. Und wenn man dann einmal ganzes Chakra verbraucht, sozusagen, spielt das uns natürlich in die Karten. Und oh, das ist schade. Wenn es so dann weitergeht. Ja,
Okay, gut, jetzt will ich das auch über die Zeit retten. Oder zumindest. Ah! Schade. Naja, fast. Ich glaube, das wäre so ungefähr so gewesen wie beim letzten Kampf mit Kakashi. Dass wir den Gegner kurz vor Schluss noch aufspießen. Aber so ist auch okay. Nicht schlecht, Kakashi. Ich glaube, es reicht mir für heute. Aber vergiss nicht, Sasuke wird eines Tages kommen, um mich zu suchen. Er wird nach mir suchen und auf der Suche nach Kraft. Jetzt hätte ich, glaube ich, Mist vorgelesen, aber ist egal. Das werden wir ja sehen. Weil ich gerade überlegt habe, wie ich das mit der Zeit mache, aber ich habe da jetzt ein Auge drauf. Ja, super. Story 25 abgeschlossen. Dann würde ich sagen, können wir die nächste direkt noch hinten ranschieben. Wir werden Ino spielen. Ich glaube, das erste Mal jetzt hier in dem Let's Play. Ino und Shikamaru durchqueren auf dem Weg zur Auswahlprüfung den Todeswald. Ino bemerkt das gelangweilte Gesicht Shikamarus und reagiert. Ja. Ist jetzt was, was so in der Story gar nicht vorkam, glaube ich. Shikamaru, wir sollten uns beeilen, um zur Auswahlprüfung zu gelangen. Mann, die Shunin-Auswahlprüfung ist echt das Letzte. Ich meine, im Ernst, jeder, der daran teilnimmt, sieht unglaublich tough aus. Und außerdem ist der einzige Typ, der noch stärker ist als wir, die von Naruto, oder? Ja, die Truppe natürlich. Idiot, was laberst du da? Tja, mag schon sein, dass Naruto und Sakura nerven. Aber der geniale Sasuke ist auch vor Ort. Ich frage mich, ob dieser geniale Typ auch im Kampf hält, was er verspricht. Oh, Shikamaru. Okay, das reicht. Du redest Sasuke immer schlecht. Und damit wirst du nicht durchkommen. Zumindest nicht heute. Okay, ich habe gerade auch Mist, glaube ich, erzählt. Habe ich ja schon erwähnt. Shikamaru geht davon aus, dass nur wir schwächer, also nur wir, nur Naruto, Sakura und Sasuke schwächer sind als deren Team, nicht stärker. Ich habe stärker gesagt. Okay, gut. Shikamaru, ich bin mir nicht sicher, haben wir gegen den im Let's Play schon mal gekämpft? Naja, komm. Ino hat auch so, also die Frauen hier, schön, nichts gegen die, ja, aber ich glaube, die Ino ist genauso scheiße wie Sakura. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt hier sofort umstelle. Die hat halt auch so, ihr habt ja gesehen, ja, die eine Attacke. Was soll denn das? Warum springt man so merkwürdig an? Ja, das hier ist ganz nett, so zack, zack, das kann man auch so einsetzen. Ach komm. Hat er uns einen netten Kick versetzt. Und Shikamaru weicht halt aus, der blockt nicht. So, aber das Interessante an Ino ist ihre Dingens. Jetzt beeil dich, Shui, beeil dich. Ich glaub's nicht. Also, diese dumme Säule, ja? Sakura und Ino. Warum können die nicht schneller zum Schluss kommen, ja? Also, wenn ihr versteht, was ich meine, hier mit Sakura, da war doch auch mal was. Alte Scheiße. Nee. Ich bin ja schon wieder kotzend. Ach, Scheiße. Na, da gibt's ja auch noch sowas wie... Ja, guck mal. Also, da greifen wir an. Und dann haut er uns. Ach, guck mal, so war das doch jetzt mal hier ganz nett, ja? Ja, komm, wir verrecken. Kann ich noch ein bisschen... Okay, gut, hat sie noch. Einfach nur so nach oben werfen. Okay, gut. Ein kurzer Trainingskampf, ein Aufwärmkampf, sagen wir mal so. Sie funkelt ihn böse an, aber wir wollen das Gespräch, müssen wir uns jetzt nicht antun. Wird sich wahrscheinlich dafür entschuldigen, dass er ihr voll eine auf die Nase gegeben hat. Aber das ist uns egal, wir wollen, obwohl, nee, ist nicht uns nicht egal, wir wollen uns ja rächen. Shikamaru, dass er einfach so sagt, Züge beleidigt. Schade, da hätte er jetzt auch gerade wirklich mal daneben schlagen können. Und eigentlich die Combo von ihm. Ja, komm, also. Also, Shikamaru. Ja, guckt euch das mal an. Ja, eine dreckige kleine Combo. Also, und sie, was soll das? Man rutscht so und dann präsentiert man seine scheiß Fresse. Das
der nächstbeste Idiot da ordentlich reintreten kann. Und hier, ja, das, also... Ja, okay, das war jetzt nicht so. Also manche Attacken sind einfach... sinnlos. Ja, hier, warte. Ja, okay, gut, das war jetzt auch sinnlos, da noch irgendwie ausweichen zu drücken. Ja. Okay, gut, aber ja. Wir geben weiterhin unser Bestes. Ach, komm. Ich meine, natürlich ist Shigamaru auch ein guter Charakter, ja, aber die Scheißattacken von Ino. Okay, schade. Warum er da jetzt wirklich, also ich habe jetzt nicht großartig was gemacht, ja, warum er mich da treffen konnte. Ist mir... Ja, komm tot. Naja, wir geben weiterhin unser Bestes, skippen den Mist. Bin ja schon mal froh, dass wir wenigstens mit Kakashi sofort gewonnen haben. Na. Ja, okay, gut. Auf ein neues. Ich versuche mich mal ein bisschen zu konzentrieren. Das ist ja auch schon was. Wenn ich mal irgendwie länger nicht rede oder so, dann versuche ich mich auch zu konzentrieren, was ich natürlich sonst auch immer mache. Also, ja. Das war jetzt nicht ein Fehler von mir, ja. Und ich verliere einen Großteil von meinem scheiß Leben. Und jetzt, weil sie jetzt eine Pose noch machen müsste. Das kann man ja auch hier stark zu und zack, ja. Aber so effektiv finde ich das jetzt auch nicht. Dass sich das lohnt, das jetzt mega oft einzusetzen. Okay, das war doch mal hier. Schön, ja. Konnte ich auch mal zeigen, dass ich nicht ganz scheiße bin, hä? Na, komm. Schade. Mann, also ich habe auch das Gefühl, dass Shikamaru... Okay, das war jetzt hier. Ja, dass Shikamaru wirklich nicht so ein großes Fenster hat, wo man ihn angreifen kann und wo nicht. Ach Gott. Ja, also. Dann kommt auch noch Pech, sage ich mal dazu. Lächerlich. Ja, hier kommen wir noch so einen Angriff, kann man denn mal benutzen. Okay, schön, da haben wir ihn mit Glück noch getroffen, obwohl er eigentlich hochgesprungen ist. Mal gucken, was wir ihm damit so für Schaden reindrücken können. Ja, ganz ordentlich auf alle Fälle. Ich glaube, das ist heute auch einfach was man häufiger einsetzen muss. Ja, komm. Ich glaub's ja, das ist doch herzallerliebst hier. Wie konnte er... Ich... Nö, achso. Das falle ich ja vom Glauben. Dumme Sau. Okay, aber wir haben tatsächlich... auch wenn ich jetzt eigentlich gerade schon wieder abgeschlossen hatte, haben wir gewonnen. Also, ein Zwischenkampf natürlich nur. So. Jetzt haben wir hier noch einen netten Schlag setzen können. Hey, komm! Wieso hat er da jetzt den Vorteil bekommen? Und hier eine Kombo von ihm, eine richtig billige, und er hat das, was wir gerade an Schaden gemacht haben, auch wieder raus. Schadensvorteil, sagt man. Okay, abwarten. So, ich werde... Ja! Boah, super! Okay, gut. Dadurch, dass die Attacke jetzt ja hier runterläuft und wir ihm jetzt hier nochmal schön Schaden machen,
denke ich, haben wir gewonnen und ich habe recht. Yeah. Geil. Zwei Kämpfe wieder abgeschlossen in dem Part. Auch mit der blöden Ino. Na, ihr seht, Spezialtechnik ist das Geheimnis. Nie im Leben wird Sasuke scheitern. Sprich also nie wieder Schlechtes über ihn. Hast du verstanden? Mann, das ist echt das Letzte. Jedes Mal, wenn ich über deinen Liebling Sasuke, Sasuke lästere, passiert das. Ja, tut mir leid, wenn ich rumgenervt habe. Yay! Okay, gut. Dann denke ich, war das hier mal wieder ein äußerst erfolgreicher Part. Es sind noch vier Missionen. Ich glaube, das sind jetzt auch alles unterschiedliche Charaktere noch, die wir jetzt nochmal spielen müssen. Das heißt, ihr seht jetzt gegen Ende auch nochmal ein bisschen mehr Vielfalt an Spielcharakteren. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit wieder gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part oder einem anderen Projekt. Also bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.